Die 700 Kilometer bis zur Charterbasis wollen wir nicht an einem Tag fahren. Als Zwischenstopp haben wir Colmar im Elsass ausgesucht. So haben wir am ersten Tag 440 Kilometer hinter uns zu bringen und am nächsten Tag bis zum Ziel nochmal 400 Kilometer. Kurz vor Colmar erweckt nicht nur bei uns ein Storchennest mitten auf einem Rastplatz Aufmerksamkeit. Das Hotel in Colmar ist schnell gefunden und dank seiner günstigen Lage geht es auch schon sofort in die Altstadt. Aus den Beschreibungen lesen wir eine Kleinstadt zum Verlieben, wie eine lebendige Postkarte. Die alten Fachwerkhäuser schmiegen sich bunt und verspielt aneinander. Mit seinen 70.000 Einwohnern an der elsässischen Weinstraße wird es auch gerne als Hauptstadt der elsässischen Weine genannt. Und die sollte man unbedingt mal genießen. Zur Not auch bei einem guten Essen. Kein Zweifel, Colmar hat zwei neue Fans und die waren hier nicht zum letzten Mal, was sich auch sehr bald bestätigen wird. Bohn, der Hauptstadt der Burgunderweine, verlassen wir die Autobahn und durchqueren erstmal weit ausgedehnte Weinfelder. In Meursault, im Burgund. Wein, Wein und nochmal Wein. Und teurer Wein. Soweit das Auge reicht. An unserer Charterbasis in Decies angekommen, ist zunächst mal Schluss mit lustig. Das von uns gebuchte Boot ist dermaßen demoliert, dass ich mich weigere, dieses Schiff anzunehmen. Nach längerer Diskussion bietet man uns ein anderes Schiff an. Das stellt uns zwar auch nicht hundertprozentig zufrieden, ist aber etwas größer und in einem nicht ganz so schlechten Zustand. Wenigstens von innen zeigt es sich in einem sauberen und akzeptablen Zustand. Am Abend mache ich noch einen Rundgang durch den Hafen. Circa 20 Boote dieses Verschachterers liegen hier und warten sicher auf gut gelaunte, nichts ahnende Gäste. Wir räumen in Ruhe ein und versuchen, nur das Beste aus diesem missglückten Start zu sehen. So, erstes Frühstück auf dem Schiff. Mit leckerem Curry. Lavash Curry. Die Kuh, die lacht. Das geht so hoch, Peter. Da musst du mal gucken, dass du zurückfährst. Aber da kommt das Wasser rein. So, die Schleuse haben wir verlassen. Wir fahren jetzt auf den Canal Lateral de la Loire Richtung Norden, Richtung Sancerre. Jetzt muss ich sehen, dass ich mich so langsam
mit dem Schiff anfreunde. Ich glaube, ein LKW steuern ist dagegen ein Kinderspiel. Dermaßen träge das Ding. Da sind wir rausgekommen. So, ab und zu gibt es auch mal Gegenverkehr. Die nächste Schleuse kommt auf uns zu. Müssen wir sehen, ob wir das Loch treffen hier. Hier kreuzen wir einen Fluss. Ja. Jetzt geht's abwärts, ungefähr, ja, weiß nicht, 1 Meter vielleicht. Der Ort heißt Fleury. Dein Vater filmt mich gerade. Wieder in einer Schleuse, diesmal zusammen mit einem weiteren Boot. Und ein Blick in die Landschaft hier. Der Schleusenwächter rödelt. Jetzt gehen wir noch in die andere Seite hier. Eben da hinten auf dem Berg kann man jetzt nicht sehen, ist verdeckt durch die Büsche. War ein schönes Chateau zu sehen. Aber vom Wein ist noch nicht viel zu sehen. Was leben wir wieder gut. Man könnte meinen, wir wären in Frankreich. Der erste Tag auf dem Boot ist rum und morgen sind wir um 9:45 gestartet und haben den Motor, ich glaube, um 6:20 heute Abend wieder ausgemacht. Zwischendurch eine Pause. Insgesamt sind wir 7 Stunden gefahren, 25 Kilometer und wir hatten 5 Schleusen. Die Sonne geht so langsam runter. Den ganzen Tag hat die Sonne vom Himmel geknallt. Jetzt sind wir beide fix und fertig. Und so viel Sonne. An das Schiff habe ich mich so langsam gewöhnt. Es lässt sich fahren wie ein Panzer. Ich bin zwar noch nie einen Panzer gefahren, aber es ist dermaßen schwerfällig. Und so schwierig zu manövrieren. Also ich will nicht hoffen, dass ich irgendwann mal in die Verlegenheit komme, jetzt in den Tagen, auf engstem Raum zu manövrieren. Ich glaube, das wird ein Chaos. Was ging das doch einfach mit dem Segelschiff? Aber okay, wir werden uns dran gewöhnen. Dann schauen wir mal, was uns morgen der Tag bringt. Aber mit dem heutigen Tag sind wir vollauf zufrieden. Es ist mal wieder wunderschön, in Frankreich zu sein. Also, dann sage ich schon mal gute Nacht. Vielleicht gibt es hier auch noch das eine oder andere Bild vom Sonnenuntergang, wer weiß. Ansonsten, gute Nacht und bis morgen. Na, mach noch mal Krach. Komm. Ja, erzähl noch mehr. Na also, geht doch. Da ist er ja schon, unser Sonnenuntergang am heutigen Tag. Na, noch nicht ganz, die Sonne steht doch noch ziemlich hoch. Aber mal gucken, was draus wird. Wir legen ab, 9:30 Uhr.
kommt Gegenverkehr. Ein Bicker. Da die obere Loire wegen ihres unregelmäßigen Wasserstands für den Schiffsverkehr nicht unproblematisch war, wurde zwischen 1827 und 1838 ein parallel zum Fluss verlaufender Seitenkanal gebaut. Der Canal Lateral à la Loire, auf dem wir uns hier befinden. Er stellt zugleich das Bindeglied zwischen dem Canal de Briard im Norden und dem Canal du Centre dar. Hier ist der Abzweig nach Nevers. Nevers hat auch einen richtigen Hafen für die Freizeitschifffahrt. Rad sind wir jetzt auf dem Weg nach Apremont, zu einem alten Städtchen. Hier geht es entlang am Fluss. Die Gegend ist auch bekannt für Gerichte mit Fröschen, also Froschschenkel oder was. Aber da nehmen wir mal Abstand von. Muss ja nicht sein, die können andere essen. Der Allier. Wieder. Am Ortseingang von Apremont. Apremont mit seinen mittelalterlichen Häusern gehört mit zu den schönsten Dörfern Frankreichs. Die französische Esskultur hat nachgelassen. Crêpe Suzette. Hier sind wir in Marseille-les-Aubigny. Da hinten kommt wieder eine Schleuse, gibt es wieder Arbeit. Und da ist die Loire. Hier finden die örtlichen Poolmeisterschaften statt. Für die heutige Nacht liegen wir in Bef. Hier gibt es Strom und Wasser. Da kann ich wieder laden. Und ich versuche jetzt mal, das abendliche Vogel- und Froschkonzert aufzunehmen. Heute ist Donnerstag, dritter Tag. Um 9:30 starten wir in Bef. Hier geht's vorbei an einem alten Château. Der Plan ist, heute Sancerre zu erreichen. Da bin ich mal gespannt, ob das klappt.
Hier rechts geht der Loire-Radweg entlang. Der startete bei Nevers unten und geht die Loire entlang bis zur Mündung nach Saint-Nazaire. Noch sind keine Weinfelder in Sicht. Hier sieht man wieder, dass wir in Frankreich sind. Und zwar in einem Teil Frankreich, der nicht so mit Geld überflutet ist. Bonjour, monsieur. Das ist Ménétrol zu Sancerre. So, da oben gucken die ersten Weinberge raus. Ganz spärlich. Am nächsten Morgen satteln wir die Drahtesel und quälen uns auf den Berg nach Sancerre hoch. So, geschafft. Wir sind oben im Ort Sancerre und machen hier mal einen Schwenk. Ganz weit am Horizont ein Atomkraftwerk und da der Blick ins Loiretal. Ist leider nicht gerade ideal zur Mittagszeit hier zu fotografieren bzw. zu filmen, aber wir können es uns nicht aussuchen. Der Ort mit seinen 1300 Einwohnern gibt einem der berühmtesten Weißweine der Loire-Region seinen Namen. Es werden heute nur noch Weine aus zwei Rebsorten hergestellt. Sauvignon Blanc, ein trockener Weißwein mit Aromen aus grünen Äpfeln und Zitrusfrüchten und aus dem Pinot Noir-Rebe, ein leichter Rotwein, der auch als Rosé angeboten wird.
Außer vom Wein lebt der Ort heute auch vom Tourismus. Am Nachmittag fahren wir noch runter zur Loire und kühlen die Füße. Der Wetterbericht verspricht uns für heute die eine oder andere Regenschauer. Mal sehen, wann es uns trifft. Da oben auf dem Berg ist Puy, der andere große Name für den Sauvignon Blanc in Frankreich. Mittagsrast vor der Schleuse. Da geht es dann um 1 Uhr nach der Mittagsruhe weiter. Hier sind die ganzen Bäume voller Misteln. Und die lassen dann die Bäume absterben und vertrocknen. Ja, sowas. Jetzt haben wir doch noch tatsächlich eine Regenschauer. Und gerade als wir in die Schleuse reinfallen. Oh. Nicht nur die Tierwelt bietet ein wenig Abwechslung. Jetzt ist Körperertüchtigung angesagt. Der Kanal ist voller Schlingpflanzen, die unser Vorwärtskommen schon arg beeinträchtigen. Da hilft nur Aufstoppen und für ein paar Sekunden volle Kraft rückwärts, um die Gräser vom Propeller zu lösen. Das ist einige Male am Tag nötig. Heute fährt der Co-Captain. Da hinten sieht es schwer nach Regen aus. Ich fürchte, wenn gerade dann, wenn wir anlegen, über die Nacht, dass wir dann ordentlich einen auf die Mütze kriegen. Sehr dunkel da hinten, dann wird wahrscheinlich sogar ein Gewitter geben. Santé. Santé, war ja gar nicht schlimm, finde ich heute, ne? Hallo, die Meister. Ja, die Schauer da. Schön. Panzerhafen für uns. Ja, finde ich immer schöner, wenn noch wenigstens ein anderes Schiff ist. Kein Hafenmeister. Aber kein Hafenmeister. So, ein Blick ins Schiff. Hier ist der Salon und hier geht es rauf nach draußen zu dem Außensteuerstand.
Und hier geht's dann in unser Schlafzimmer. Apropos, gute Nacht, bis morgen. Sonntagmorgen, 10 Uhr, haben wir schon die erste Schleuse in Beff passiert. Jetzt fahren wir weiter auf den Ort Marseille-les-Aubignies zu. Dort gibt es zwei weitere Schleusen und dann haben wir erstmal über eine Stunde keine Schleuse mehr. Die Schleuse geht auf in Marseille-les-Aubignies. Geht die Fahrt weiter. Au revoir. Au revoir, madame. Au revoir. Bon été. Oui, vous aussi. Merci. Bar. Hier wollten wir auf der Hinfahrt anlegen für die Nacht. Hier sollte Strom sein und Wasser sein. Der Strom ist da, aber leider mit einer 220 Volt Steckdose, die nicht für unsere Leitung passt. So mussten wir hier wieder fahren. Ansonsten ist es nett angelegt hier. An der Schleuse ist Mittagspause und wir liegen vor der Schleuse an. Aber gerade mit dem Schleusenwärter gesprochen. Um 1 Uhr nach Ende der Mittagspause kommen wir als Erste rein. Ein kleiner schwarzer Kater am Ufer verkürzt uns die Wartezeit. Der Reiher beobachtet den Kanal. Und wir beobachten den Reiher. Und wer beobachtet uns? Le Chat Noir. Geht nach Hause. Ein Ausflugsschiff passiert die große Schleuse hier über den Allier. Morgen früh gehen wir darum. Vor der Treppenschleuse bei Gouetin legen wir an und erkunden per Fahrrad die Gegend. Jetzt geht's mit dem Fahrrad, mit dem Velo entlang des Kanals.
zurück zu unserem Schiff. Schöne Pferdchen. Der neue Morgen lässt uns mit der Schleusentreppe wieder in die Höhe steigen. Und das letzte Schleusentor geht auf und jetzt liegt der Kanal wieder vor uns. So fahren wir jetzt über die Kanalbrücke. Auch ein Wunderwerk der Technik. Ich weiß nicht wie alt, 100, 150 Jahre alt. Hier kommt der Fluss Allier aus Süden. Und fließt dann hier hinten in die Loire. Heute Morgen sind auch wieder viele Radfahrer unterwegs, hier auf dem Radweg von Nevers die Loire entlang. Hier links rein ist jetzt der Abzweig nach Nevers. Da kommt auch direkt die Schleuse. Die Schleuse müssen wir jetzt aktivieren, indem wir hier an dieser Leine ziehen. Klick, klick. So, Ampel hat reagiert. Ach, Schleuse reagiert auch schon. Ist ja super. Funktioniert ja alles. Hier aktiviert man dann den Schleusenvorgang. Die blaue Stange muss man kräftig nach oben drücken. Und dann sieht man auf den Schleusentoren ein Blinklicht. Das zeigt an, dass der Schleusenvorgang aktiviert ist. Die rote Stange, die ist für Alarm, wenn also irgendetwas schief geht. Auf dem Zubringerkanal Richtung Nevers. Zufahrt auf den Hafen von Nevers. Nun ist Sightseeing angesagt. Mit dem Rad geht's in die Stadt. Während wir einen Kaffee trinken, kommt endlich der lang ersehnte Regen.
Aber muss es gleich ein solcher Wolkenbruch sein? Heute Morgen heißt es zuerst wieder Strippe ziehen. Während wir so in den Himmel schauen, noch ein Tipp. Falls ihr einen ähnlichen Urlaub verbringen wollt, bucht nicht frühzeitig mit sogenanntem Frühbuchervorteil von 10%, sondern wartet bis ca. 2 bis 4 Wochen vor dem Urlaubstermin. Dann werden die Boote mit bis zu 35% oder mehr Nachlass angeboten. Eventuell ein wenig Flexibilität vorausgesetzt in Bezug auf Charterrevier und Bootsgröße lassen sich so noch einige hundert Euro sparen. Die letzte Nacht unterwegs verbringen wir in Fleury. Bereits auf der Hinfahrt hat uns dieser idyllische Platz angesprochen. Abendstimmung in Fleury. Am nächsten Morgen radeln wir zuerst entlang des Kanals, bevor es dann in aller Ruhe weitergeht in den Charterhafen. Zurück in unserer Charterbasis liegen immer noch ca. 20 Schiffe herum und warten. Vor einigen Tagen hatten wir uns entschieden, auf der Heimfahrt den Zwischenstopp wieder im schönen Colmar einzulegen. Und auch heute genießen wir wieder die elsässische Küche und den regionalen Wein.
Nach der Gänseleberpastete gibt es eine Probe vom Riesling, Pinot Gris, Sauvignon Blanc, Gewürztraminer und Pinot Noir zu einem Flammkuchen. Ein letztes Mal savoir-vivre genießen. Vivre la France! Schluss noch ein Fazit zu unserem Urlaub. Auf dem Canal Lateral à la Loire von Decize bis Sancerre sind es 92 Kilometer und 18 Schleusen galt es zu passieren. Hin und zurück also 184 Kilometer bei 36 Schleusen. Die Passage der Schleusen klappte immer reibungslos. Sie wurden alle von Personal bedient. Zum Teil mehrere Schleusen von der gleichen Person, die dann an Land mit dem Pkw zur nächsten Schleuse vorfuhr. Nur zu den Häfen Decize und Nevers gab es eine automatische Schleuse, deren Bedienung aber auch kein Problem darstellte. Das Revier fanden wir etwas eintönig gegenüber dem Canal du Midi, den wir bereits vor 20 Jahren befahren hatten. Wir haben hier in Burgund die vom Languedoc bekannte Dégustation du Vin, die Weinproben, am Ufer vermisst. Der Kanal selbst war sehr stark zugewachsen mit Kraut- und Schlingpflanzen, was das Fortkommen stark behinderte. Bei dem Schachterunternehmen werden wir nicht mehr buchen. Das 36 Jahre alte Schiff, in Worten 36, war äußerlich in einem katastrophalen Zustand. Gut, dass außen in großen Buchstaben der Name des Unternehmens stand. Somit konnte sich jeder außerhalb ein Bild von diesem Unternehmen machen. Innen war es auch handwerklich renoviert, aber sauber und von der Einrichtung und Ausrüstung gemäß der Qualitätsstufe Standard komplett ausgestattet. Während des Wolkenbruchs in Nevers tropfte es aber im Küchenbereich durch. Das Personal an der Schachterbasis war sehr freundlich. Leider hatten sie die Aufgabe und mussten den vorhandenen Schiffsfriedhof den Urlaubern übergeben. Die Einweisung am ersten Tag beschränkte sich auf die Erklärungen für Start-Stopp des Motors, Elektrik und Gasherd und WC. Die 5-minütige Probefahrt war nicht erwähnenswert, da das Manövrieren in dem verkrauteten Hafen so gut wie unmöglich war. Somit erklärt sich auch der äußerliche Zustand der Charterflotte. Zum Schluss noch etwas Positives. Das Wetter war bis auf die eine Gewitterfront in Nevers super schön und mit den beiden Besuchen in Colmar bleibt dann doch für uns ein akzeptabler Eindruck zurück.